Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foundation. Unsere treuen Soldaten werden hoffentlich ein bisschen meiner Probleme lösen können. Ein Gesandter, was gibt's? Was wollt ihr Fisch? Ich habe keinen einzigen Fisch. Ich habe Hungersnot. Da hat man keinen Fisch. Hier Handelsbonus und vielleicht hier Handelsbonus. Vielleicht bringt das irgendwas. Versuch's einfach, wir müssen eine Arbeiterschaft das nächste Mal nehmen. Minus 128. Schön. Oh. Die Bären gehen jetzt auch runter natürlich. Also die einzige Hoffnung ist jetzt gerade wirklich mal Militär. Das ist so krass. Ich hoffe, dass die anderen 30 erholen. Vielleicht können wir mehr Teams bilden und nicht nur zwei, sondern vielleicht können wir das auf 3 oder 4 Teams erhöhen. Dass man nur, dass wir halt praktisch mehr haben. Niedrig, ja. Es wird keiner kommen, ist mir klar. Ja, meine Soldaten erholen sich ein bisschen schneller, ganz toll. Trotzdem komme ich hier irgendwie nicht so ganz klar. Mann. Was liegt's? Dann wird jetzt wenig Stoff. Nein, wir haben immer noch genügend Stoff. Wir haben auch genügend. Ja, Wolle haben wir jetzt nicht genügend, aber wir haben so viel Stoff. Ich sollte das doch alles klappen. Kann nicht der Händler kommen und uns ganz viel geben? Ach man. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, was halt irgendwie was bringt, aber es wird halt gar nicht besser. Es wird halt nur schlechter. Können mal schauen, ob noch alle Schäfer und so da sind. Ja, die sind alle da. Ja, trotzdem können wir gerade nichts anderes tun als abwarten. Und schauen, ob unsere Soldaten so 3 vielleicht nicht mehr verwundet sind. Das sind alle 3 noch. Ach man. Letztes Mal wurden voll viel verletzt. Nee, das ist voll lang her. Es sind die extrem behaltet, meine Soldaten. Ach komm, das Einzige, was halt wirklich meine Soldaten tun können, ist ein bisschen Brot bringen, aber das bringt halt jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das behebt alle meine Probleme. Alle meine Probleme würden behandelt werden, wenn mein Kleidungsproblem auf einmal aufhört. Eine neue Militärmission, ja, ich kann nicht mehr annehmen als momentan. Ich habe nur noch Verwundete, Hopfenfarm ist voll, ja. 0 Kleidung. Wow. schert nun euch nicht genug. Hier ist doch bestimmt so ein Lagerplatz für genau Kleidung, Werkzeuge, Wolle. Ja, wir halten meine Truppen. Ja. Alter, meine ganzen Werte, was ich verkaufen kann, also an Nahrung, sind gerade unter 100. Gleich unter 50 sogar. Brot ist das Einzige, was hin und wieder mal ein bisschen hoch geht. Aber ansonsten sieht es gerade so richtig schlecht einfach nur aus. Kann man hier nicht irgendwie so Unterstützung vom König anfordern? Grenze des Territoriums, Produktivität. Kann ich hier Produktivität anzeigen lassen? Mineralien, Wohngebiet, Fruchtbarkeit. Bringt mir das was? Cool. Attraktivität sehr hoch. Ja, cool. Bringt mir aber jetzt halt auch einen Scheiß. Ach man. Beförderung, ja, kann ich einen Soldaten befördern. Beziehungsweise ich habe einen Plan, aber der ist scheiße. Zwar sieht der Plan so aus, ich will hier Bürger haben, aber nee. Dass die vielleicht dann produktiver werden oder so, aber nein. Ach man. Größte Hungersnot ever und das geht hier immer weiter ins Minus. Das ist so ungefähr jeder, der Kleidung will, bekommt Geld. Das sind echt alle.
Hä, warum hat denn kein einziger Kleidung? Da stimmt was nicht. Nee. Das kann mir keiner erzählen, dass genau gar keiner Kleidung hat. Extrem. Kann man hier den Lagerplatz vielleicht noch zu Kleidung ändern? Hier bitte Kleidung. Vielleicht liegt es irgendwie so, dass es irgendwie hier ein Bug drin ist. Also ganz ehrlich, das kann es nicht sein, dass keiner von euch... Alter, ich brich das hier gleich ab. Es ist doch nicht... Was ist denn das? Es kann hier irgendwie gar keiner glücklich sein. Neue Militärmission, ja, die hilft mir auch wenig. Ich krieg von diesen Militärmissionen ja keine Kleidung. An was kann das liegen? Ja, minus 150 ist gleich bei minus 200. Das gibt's doch nicht. Hier extrem. Okay, kein einziger ist wirklich zufrieden mit dem, was er hat. Und es mangelt grundsätzlich allen an Essen. Was ist denn das? Das Einzige, was ich wirklich machen könnte, wäre, keine Ahnung, komplett alle aus anderen... Ja, ich kann nicht einfach alle aus den Berufen raushauen, weil irgendwie haben die ja einen Sinn. 151 Unzufriedenheit, das gibt's doch nicht. Hallo. Ja, cool. Dann geh halt. Du bist es, oder? Nee, du bist es nicht. Doch, du musst es sein. Hä? Und das ist auch noch ein Bauer. Nee. Hä, aber das kann doch nicht sein. Aufträge, ja, können dann meine Soldaten wenigstens zurückkommen, dass wir ein bisschen Brot haben, weil davon haben wir auch keins. Ein unglücklicher... Ja, haut doch alle ab. Aber ich denke halt, auch wenn alle gehen, dann wir haben ja dann noch weniger Leute, die wir versorgen müssen, sondern hauen wir mal einen Träger raus. Einfach so hauen wir mal da einen Träger raus. Cool, Brot. Und weiß noch einen Käse dazu, weil Käse ist halt Nahrungsmittel. Was haben wir da? Bergmänner haben wir weniger. Okay, das ist in Ordnung. So, meine Soldaten sind von einer Mission zurück. Was haben die uns jetzt genau mitgebracht? 46 Brot, wie großzügig. Wenn die anderen da wären, vielleicht nochmal auf eine schwere Mission. Oh, das sind viele verwundet. So, jetzt haben wir gesagt, 5er Truppen. Also Hasala, Yakme. Speer habe ich immer noch keinen für euch, nie. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns, ja. Einfach. Ich bereite meine Truppen vor und versende sie. So, was war das für Leute? Oh, jetzt speichert das wieder. Antille Yakme war das. Hasala Yakme Demut Lexina Hode. Diagma, Hasala, Demut, Lysinia, Hudi. Senden. So. Dann ist praktisch nächste Armee die Lucina, Arideus, Alixa, Widiswinda, Xenia, Ortric. Ja, die einfach. Oh Gott, wir sind bei 124. Brauchen so viele Leute überhaupt Sachen? Nein. Es braucht nur 122 Leute Bekleidung. Aber ich bin schon bei 132 minus. Hä? Es ist doch hier ein Bug. Hier rennen alle wie blöd hoch. Aber da gibt es wahrscheinlich gar nichts. Ja, Brot gibt es 5.
Hä, wie können mehr Leute Sachen brauchen, als wir überhaupt Leute haben? So, die haben jetzt auch nochmal 57 Brot mitgebracht. Na toll. Ist wahrscheinlich auch sofort weg. So. Verfügbare Informationen. Einfach. Wen haben wir jetzt hier? Lucina, Arideus, Alixa, Willis Winder und Xenia. Die Ceros Arideus habe ich auf jeden Fall gelesen. Willis Winder, Xenia. Wie noch? Lucina, Arideus, Alixa, Lucina. Alixa, ich fände es sehr toll, wenn die irgendwie die Verwundeten da nicht aufgeführt werden. So, senden. So, dann war es jetzt für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Foundation. Bis dahin. Tschüss.